Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo. Wir wollen auf 5 deutsche Schiffe gucken. Ihr wisst natürlich, worum es geht. Z35 und die Flugzeugträger von Stufe 4 bis 10. Fangen wir erstmal mit dem Zerstörer an. Wir haben ihn hier nochmal eingeblendet. Hier steht er als Stufe 9 Zerstörer drin. Bei dem Text, den World of Warships vor kurzem veröffentlicht hat, steht er als Stufe 8 Zerstörer drin. Mal gucken, was er dann wird. Wahrscheinlich 8,5. Ja, also Konzept ist relativ einfach. Wir haben hier 128 mm Geschütze mit einer guten Schusskadenz, also relativ geringe Nachladezeit. Wir haben eine hohe Penetration, nämlich ein Viertel Penetration bekommen, 32 mm. Dafür ist aber der Alpha-Schaden der Granaten bei HE relativ gering, bei AP relativ hoch. Geringe Torpreichweite, gute Trefferpunkteanzahl für die Stufe, kein Motorboost. Aber ein Nebelwerfer, und der hat den britischen Charakter hier bekommen. Und ja, wie haben sie es denn tatsächlich jetzt in Zahlen gegossen, diese ganze Charakteristik? 19.100 Trefferpunkte, 5 Kanonen, 128 mm mit einer vernünftigen Schussreichweite von 12,1 km. HE Alpha 1500 mit 6% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist, wenn man sich jetzt mal so überlegt, die 150 mm der Mainz haben 1700 Alpha Damage. Wir sind hier doch über 2 cm geringer und haben 1500 Alpha Damage. Ist ein bisschen zum Lächeln, wie ich finde, wenn man das so ein bisschen im Quervergleich sieht. 3000 ist der Alpha Damage bei AP. Mündungsgeschwindigkeiten sind bei beiden Granatentypen gleich, 830 Meter pro Sekunde. Die Nachladezeit standardmäßig hier Work in Progress 3,4 Sekunden. Das heißt, 10% können wir runternehmen mit der Schießgrundausbildung. Da sind wir bei knapp über 3 Sekunden. Allerdings ist die Turmdrehzeit mit 22,5 Sekunden relativ langsam, wie ich finde. Dafür, dass es ein Gun-Idee ist. Ne? Also da muss man mal schauen, ob nicht da über den Test vielleicht noch ein bisschen was an Veränderung stattfindet. Torpedowerfer haben wir 2 Stück dabei. A4 Rohre. 13.700 ist der Alpha-Damage. Und wir haben nur eine geringe Torpreichweite von 6 Kilometern. Also das heißt, wir können hier aller Voraussicht nach nicht verdeckt torpen, weil die Erkennbarkeit ist relativ hoch. Torpedos sind 64 Knoten schnell, 19 Sekunden Ladezeit ist eine Standardnachladezeit für deutsche Torpedos. So kann man das wohl sagen. 1,3 Kilometer gehen die in der ersten Version hier auf. Dann geht es weiter mit der Flugabwehr, die können wir aber mehr oder weniger vernachlässigen. Wir haben hier nur eine Kurz- und Mittelstrecke. Die Kurzstrecke hat 42 kontinuierlichen Schaden bis 2 Kilometer und 3,5 Kilometer Reichweite ist dann die Mittelstrecke bis 123 kontinuierlichen Schaden. Ja, die gibt definitiv die Ds, die da besser bewaffnet sind, und 3,5 Kilometer ist jetzt auch nicht gerade eine besonders große Reichweite bei der Flugabwehr. Höchstgeschwindigkeit 36,5. Heißt, wir können da mit Sierra Mike hochskillen ein bisschen, damit wir noch ein bisschen mehr bekommen. Aber ja, mehr als 38 oder kurz über 8, unter 38 Knoten werden wohl nicht drin sein. Ruderstellzeit 4,4, relativ träge für einen Zerstörer, wie ich finde. Oberflächenerkennbarkeit. Wenn wir da alles auf Tarnung bauen, sind wir immer noch über 6 Kilometer sichtbar. Aus der Luft gehen wir 3,7 Kilometer auf. Gut, wenn man das dann runterskillt, ist man drunter. Wollte ich gerade sagen, wollte die Luftabwehrzone, geht ja gerade mal bei der Mittelstrecke bis 3,5, aber wir gehen 3,7 auf. Aber sobald die Tarnungen drauf sind, ist das eigentlich dann auch weiter runtergebaut. Ja, im Nebel stehen und schießen, 3 Kilometer Sichtbarkeit bedeutet das. Wir haben 3 Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam, Nebelwerfer und wir haben eine hydroakustische Suche mit 5 Kilometer für Schiffe und mit 3,5 Kilometer für Torpedos. Ja, und ja, der Nebelgenerator, wie ich schon gesagt habe, hat britischen Stil, 40 Sekunden Dauer, Nachladezeit 70 Sekunden und wir haben 6 Aufladungen ohne den Inspekteur. Interessante Herangehensweise, aber meiner Meinung nach nicht konsequent genug, um ihn wirklich in eine richtige Gun-Geschichte zu drücken. Dafür ist die Turmdrehzeit zu langsam, finde ich persönlich. Und ja, irgendwie fehlt da noch so ein bisschen Schmackes. Vielleicht die hydroakustische Suche mit die wir sonst von T10 kennen, ja, mit 6 Kilometer Schiffsaufklärung. Gerade die Gorisa auf T7 hat ja der beste Hydro schon. Die Gorisa ist natürlich ein Italiener, aber ne, warum können wir einem DD auf T8, der dann als Premium-Schiff kommt, oder eben T9, je nachdem, welche Grafik jetzt hier recht hat, nicht so eine gute Hydroakustik verpassen von Beginn an. Aber gut, wir warten einfach mal ab. Es ist ja noch nicht mal richtig zu fahrender Teil. Das sind ja erstmal die Werte, mit denen sich Wargaming dieses Schiff erstmal so vorstellt. Dann geht's weiter und wir schauen zu den Flugzeugträgern.
Der erste Träger, den wir uns anschauen, ist die Rheinstufe 5, 32.300 Trefferpunkte. Ja, Sekundärbewaffnung 4,5 Kilometer, also ist auch nur zweimal vorhanden, können wir sowieso auf der Stufe 4 eher vergessen. Wir haben 26 Knoten, langsamen Träger, 760 Meter Wendekreis und 8,6 Sekunden Ruderstellzeit. Erkennbarkeit an der Oberfläche, das ist vielleicht ganz interessant, 9,5 Kilometer. Also ja, die Karten sind eh relativ klein, aber das ist halt so mal so ein Punkt, den kann man schon mal mitnehmen. Und dann haben wir hier Schlachtflugzeuge, Torpedobomber und normale AP-Bomber dabei. 1050 Trefferpunkte in einem Schlachtflugzeug. Das Flugzeug ist nur 114 Knoten schnell, allerdings ist das auf der Stufe 4 relativ zügig als Reisegeschwindigkeit. Ja. Wir haben drei Flugzeuge in einem Schwadron. Insgesamt steigen 6 Flugzeuge vom Träger auf, also heißt, ihr könnt 2 Angriffe machen. Und es dauert 44 Sekunden, bis ihr das nächste Flugzeug wieder ans Deck geschoben habt. Und ja, dann geht es eigentlich weiter. Wir haben 9 Flugzeuge quasi schon an Deck, wenn das Gefecht startet. Das heißt, ihr könnt anderthalb Schwadrone oder anderthalb Staffeln komplett starten. Das ist also auch schon mal eine Sache, die sollte man im Hinterkopf bewahren. Flachflugzeuge haben hier keine HE-Raketen, sondern bei den Deutschen kommen eben die AP-Raketen zum Tragen. Und die haben hier 1600 Alpha-Damage. Wie genau das nachher alles so funktioniert, müssen wir uns dann mal anschauen. Sollen auf jeden Fall in der Lage sein, auch Zitadellen machen zu können. Vielleicht jetzt nicht auf der Stufe 4, sondern dann eben erst auf der Stufe 8 oder so. Aber sie sollen zum Beispiel auch abprallen können, also eine ganzen Geschichten. Bei den Torpedobombern sind wir einen Ticken langsamer, haben wir 111 Knoten. 2 Flugzeuge greifen an und die Staffel, die startet, sind 8. Also könnt ihr 4-mal Torpedos ins Wasser werfen. 59 Sekunden ist hier die initiale Wiederherstellungszeit und ja, Erkennbarkeit ist bei allen Flugzeugen übrigens gleich mit 10 Kilometer ungeskillt. Ne? Jedes Flugzeug hat ein Torpedo dabei, 5800 ist da der Alpha-Damage. Das finde ich interessant, also der Schaden ist relativ hoch, die Geschwindigkeit des Torpedos ist aber relativ langsam mit 25 Knoten. Dafür ist die Reichweite wieder hoch und da denke ich doch sofort an den Kapitän, den wir da haben. Wir können ja da diese Torpedobeschleunigung skillen, wo wir dann ein bisschen was an Reichweite verlieren, nämlich 20%, dafür aber 5 Knoten dazu bekommen, sind wir bei 30 Knoten plus das Modul, was wir ja einbauen können in Slot 3 jetzt, wo wir auch nochmal die Torpedogeschwindigkeit verbessern. Heißt aber, wir kommen nicht auf 35 Knoten mit diesen Torpedos, ja, weil es ja ein prozentualer Wert ist, den wir da dann skillen. Scharfschaltdistanz für den Torpedo ist ein halber Kilometer, also auch relativ weit weg, ja, ein halber Kilometer und dann nur 32 Knoten oder so, das ist, naja, nicht so viel, ja, da fliegen andere Träger deutlich näher ran an ihre Ziele. Dann gibt es noch die AP-Bomber, Besonderheit hier, die haben keinen Steigflug, bevor sie die Bombe abwerfen, sondern aus der Reiseflughöhe gehen die quasi direkt in den Sturzflug über. Ja, und werfen dann AP-Bomben ab. Jedes Flugzeug hat eine AP-Bombe dabei. 3000 ist der Alpha-Damage hier. Wir haben am Ende 9 Flugzeuge auch hier am Deck. Die Staffel steigt mit 6 Flugzeugen auf und 2 davon greifen an. Also schweißt ihr mit jedem Anflug 2 Bomben sozusagen ab. Ja, und 55 Sekunden dauert das eben, bis die Flugzeuge da aufgeladen sind. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das alles auf der Stufe 6 eben verbessert. Da kriegen wir erstmal schon mal einen besseren Ausguck dazu. Wir sind erstmal gleich ein paar Meter höher als in dem Träger davor. Die Weser ist Stufe 6. Wir haben auch Trefferpunkte dazu bekommen. Sekundärbewaffnung ist alles allgemein ein bisschen stärker geworden. Die Reichweite auch ein bisschen größer. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen zu gucken, was hier die Besonderheiten sind, was sich deutlich verändert. Also die Maximalgeschwindigkeit des Trägers ist jetzt dann schon 32 Knoten. Das waren vorher 26. Der Rest ist alles ein bisschen, ja, einfach träger geworden, die Ruderstellzeit ist ein bisschen langsamer geworden, die Erkennbarkeit an der Oberfläche ist viel größer geworden mit 12,1 Kilometer, ja, und ja, dann geht es schon weiter mit den Schlachtflugzeugen, auch da haben wir überall ein bisschen was an Trefferpunkten dazu bekommen und endlich eine annehmbare Geschwindigkeit, bei den Schlachtflugzeugen 150 Knoten, bei den Torpedobombern 123 und bei den AP-Bombern 140 Knoten. Die Besonderheit bei den deutschen Trägern ist ja quasi, wir haben relativ geringe Trefferpunkteanzahl, aber dafür eine relativ hohe Geschwindigkeit. Das ist so diese Grundausrichtung, die kennen wir eigentlich schon von der Graf Zeppelin so ein bisschen. Aber ja, sie wollen das halt nochmal ein bisschen weiterverfolgen. Ne? Gucken wir mal, wie die Schiffe dann hier durch die
Testphase eben kommen. Ne? 6600 ist jetzt hier der Alpha-Damage. Auch hier haben wir nur 25 Knoten Höchstgeschwindigkeit von den Torpedos. Aber das können wir auch hier natürlich gut runterskillen, weil 6 Kilometer bei den langsamen Dingern braucht wahrscheinlich kaum einer. Also ich wüsste jetzt nicht, was man damit so richtig bezwecken soll, sinnvollerweise in einem üblichen Gefecht. Auch bei den Bombern haben wir hier, wie gesagt, 140 Knoten und die Anzahl der Angriffsflugzeuge und so weiter verändert sich überhaupt nicht im Vergleich zu der Stufe 4, wenn ich das richtig überblicke. Und 12 Flugzeuge am Deck und auch hier hat jedes Flugzeug dann eine Bombe, also heißt auch hier die AP-Bomben, die wir hier haben, die sind dann am Ende 2 pro Angriff. 5200 ist dann hier der Alpha-Damage, der verdoppelt sich fast im Vergleich zu Stufe 4. Dann geht's weiter mit August Parseval, unser T8-Forschungsbaum-Flugzeugträger. Und da wird's doch jetzt langsam mal ein bisschen interessant im Vergleich zu der Graf Zeppelin. Ja, wir haben jetzt hier 51.400 Trefferpunkte, das ist ein Ticken weniger als die Graf Zeppelin üblicherweise hat. 105 mm Sekundärgeschütze mit einer Reichweite von 7 km, während die Graf Zeppelin standardmäßig 6,6 km hat. 31,8 Knoten, Wendekreis 1140 Meter sind es dann schon. Ruderstellzeit 13 Sekunden, das werdet ihr sowieso nicht so doll merken. Ihr denkt mal, viele von euch werden den Autopiloten halt auch mitbenutzen. 13,5 Kilometer ist die Erkennbarkeit an der Oberfläche von den Trägern. Und dann schauen wir uns die Schlachtflugzeuge hier an. 162 Knoten schnell, das ist eine ganz ordentliche Geschwindigkeit, aber nicht so schnell wie die Graf Zeppelin. Da fehlen ungefähr 20 Knoten, ja. Wobei ich jetzt sagen muss, bei meiner Graf Zeppelin hatte ich eine Skillung drauf. Das heißt, da gibt es sicherlich nochmal so eine leichte Verschiebung, aber trotzdem werden wir hier keine 20 Knoten rausholen. Jetzt sind es dann auch 3 Flugzeuge, die im Angriffsflug dabei sind, also nicht mehr nur 2. Und auch hier werden eben AP-Raketen verschossen und jedes Flugzeug hat eine Nutzlast von 4 AP-Raketen. Das heißt, wir haben 12 AP-Raketen mit 2150 Alpha-Damage. Also, nice to know. 66 Sekunden ist hier die Flugzeugwartungszeit. Das heißt, alle Minute gibt es dann so ein Flugzeug wieder dazu, wenn ihr irgendeins verloren haben solltet. Und dann gehen wir weiter zu den Torpedobombern. Da sind die meisten Trefferpunkte verteilt von den 3 Flugzeugtypen bei T8. 1570, 149 Knoten. Wie gesagt, immer Reisegeschwindigkeiten. Was ihr mit dem Motorboost erreicht, steht hier nicht. Da müssen wir dann interpretieren sozusagen oder uns überraschen lassen. Auch hier 3 Flugzeuge jetzt, die im Angriff gehen. 9 Flugzeuge starten, also könnt ihr 3-mal angreifen. Das ist beim Schlachtflugzeug übrigens genauso gewesen. 80 Sekunden Wiederherstellungszeit ist eine ganze Ecke. Da muss man mal gucken, wie sich das dann so anfühlt. 14 Flugzeuge sind am Deck. Jedes Flugzeug hat ein Torpedo, 6600 Alpha Damage. Also ja, das sind dann auch langsam, aber sicher dann auch Torpedos, mit denen man ein bisschen mehr anfangen kann, ja. Und dann haben wir eine Torpedo-Scharfschaltdistanz von 604 Metern, aber die Torpedos werden nicht schneller. Die bleiben bei diesen 25 Knoten, respektive dann, wenn wir alles skillen, 32 Knoten ungefähr. Und bei den AP-Bombern ist die Geschwindigkeit die gleiche. Und ja, weitestgehend auch die Anzahl der Flugzeuge, 3 starten, tun 9 Flugzeuge. Und ja, 76 Sekunden Wiederherstellungszeit, 14 Flugzeuge am Deck. Und die AP-Bombe nimmt auch nochmal an Schaden zu, nämlich bis jetzt, wie gesagt, alles Work in Progress, 900 Punkte mehr. Jedes Flugzeug hat eine Bombe dabei. Das heißt, ihr lasst jetzt 3 Bomben fallen und habt dazu noch einen höheren Schaden. Dann muss man natürlich gucken, wie das nachher mit diesem Winkel ist, ob die Bombe dann eher abprallt oder dann doch durchschlägt. Und dann kommen wir zum T10-Flugzeugträger. Die Optik ist natürlich schon mal der Hammer mit diesem langen vorderen Deck und ja, basierend auf dem H44-Rumpf ist das, glaube ich, oder H42, irgendwie sowas. Das hat ja Wargaming inzwischen auch bestätigt gehabt. Also, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz besonders aus, finde ich persönlich. Die Sekundärreichweite, die ist ja bei dem T8-Schiff auf 7 Kilometer, das heißt skillbar bis auf über 10 Kilometer, während bei der Manfred Richthofen, der Stufe 10, dann hier sogar 10,44 Kilometer Sekundärreichweite erreicht werden können. 65.000 Trefferpunkte, 19 mm ist hier die Standardpanzerung und dann haben wir 12x2, also 24 Rohre, 105 mm.
Hier steht jetzt nichts von der Penetration, aber ich denke, dass die 105er ja auch diesen Viertelpen bekommen haben. Also müssten wir dann auch hier bei 25 mm ein bisschen mehr, also 26, 27 mm irgendwo liegen. Geschwindigkeit 32 Knoten, Wendekreis 1,2 Kilometer. Also das ist ja, Flugzeugträger typisch, würde man fast sagen. Relativ träge die ganze Geschichte, 14 Kilometer weit zu sehen, 16,4 Sekunden Ruderstellzeit. Und dann schauen wir uns mal an, was die Flugzeuge hier bieten. 1380 Trefferpunkte, standardmäßig ungeskillt. 172 Knoten ist allein die Reisegeschwindigkeit. Das heißt, mit Motorboost werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall 10, 20 Knoten mehr Geschwindigkeit haben. Davon kann man so in der Richtung wahrscheinlich ausgehen. Wir haben drei Flugzeuge in der Staffel. Da zieht sich übrigens komplett durch. Ne? Torpedobomber und auch die AP-Bomber haben jeweils drei Angriffsflugzeuge. Und jede Staffel oder jedes Geschwader steigt mit 9 Flugzeugen auf, außer bei den AP-Bombern, da sind es sogar dann 12 Flugzeuge, die aufsteigen. Das heißt, meine AP-Bomber könnt da 4-mal angreifen, während Torpedo- und Schlachtflugzeuge jeweils nur 3-mal maximal angreifen könnten, wenn ihr kein Flugzeug verlieren würdet. Auch hier ganz klar 10 Kilometer Sichtbarkeit von den Flugzeugen und es stehen jeweils 14 Flugzeuge am Deck parat, außer bei den AP-Bombern, da gibt es dann nämlich sogar 18 Flugzeuge. Die Herstellungszeit finde ich relativ träge dafür, dass die Flugzeuge so schnell fliegen, aber so wenig Trefferpunkte haben. Ich persönlich finde das nicht mal so super vorteilhaft, dass die Flugzeuge so super schnell fliegen, weil dadurch auch die Wendekreise sehr viel größer werden und ihr teilweise viel länger in der Flak unterwegs seid, als zum Beispiel mit Flugzeugen, die einen engen Wendekreis haben. Ja, das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht außer Acht lassen. Wir haben hier bei den Schlachtflugzeugen 82 Sekunden, 99 bei den Torpedobombern und eben 76 bei den AP-Bombern. Ist ja doch verhältnismäßig lang, teilweise zumindest. Es gibt ja noch Träger, die sind schlimmer dran, aber ja, bin mal gespannt. Wie gesagt, auch da nicht überbewerten. 174 Knoten sind die Bomber, also Torpedo- oder AP-Bomber, eben schnell oder ja, langsam kann man da wirklich nicht sagen. Das ist schon ganz ordentlich. Und wir haben hier dann einen Torpedoschaden. Jetzt 8200, ein Torpedo pro Flugzeug, also drei Torpedos im Wasser. Das heißt, die Schlagkraft sollte ganz ordentlich sein, aber ihr müsst sie relativ früh abwerfen. 738 Meter ist die Torpedo-Scharfschaltdistanz. Erst danach entlädt der Torpedo quasi seinen Schaden. Und wir sind hier wieder nicht schneller. Wir haben hier nur 25 Knoten. Stand heute, wie gesagt. Und dann haben wir noch AP-Bomben dabei. Auch hier wieder eine Bombe pro Flugzeug, 7100 Alpha Damage, also nochmal 1000 Punkte drauf im Vergleich zum T8-Träger. Und ja, eine Bombe pro Flugzeug sind also drei Bomben, die ihr abwerfen könnt. Und das war's. Mehr können wir aktuell zu den Trägern nicht sagen. Allgemein sieht man schon, ab T8 werden sie sekundär deutlich stärker. Mit über 10 Kilometer ist das dann auch nochmal mehr als das, was die Graf Zeppelin leistet. Auch der T8-Träger hier, die Parseval, ist von der Sekundärreichweite dann sogar weiter als das, was die Graf Zeppelin leistet. Allerdings sind die Flugzeuge langsamer und sobald ich das in Erinnerung habe, auch die Wartungszeit, ne? Also wie lange dauert, bis neue Flugzeuge auf dem Deck sind. Und allgemein sind auch die Trefferpunkte geringer als das, was die Graf Zeppelin hat. Also müssen wir mal gucken. Wie gesagt, jetzt sind die ersten Werte. Wir können also gespannt sein. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck zu den Schiffen hier bringen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, ein Like, eine Weiterempfehlung bei euren Freundinnen oder Freunden, die World of Warships spielen. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf unserem Seekrauts-Kanal. Bis dahin, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.